Oder andersrum. Ein bisschen Glamour kann nicht schaden. Inszenierung, Musik und Styling passen perfekt zusammen. Halt die Schnauze jetzt! Hier ist Seppi Square! Kommt gar nicht so wild rüber auf der Kamera. Hallo Flieger! Ja, Seppi, jetzt verzeih mal. Wir, was und was hast du denn jetzt so erlebt? Ich bin gerade, warum auch immer, in... Wie nennt man so einen Flieger eigentlich? Kunstflieger, oder? Einen Kunstflieger. Da ist er umeinander gekünstelt. Ich habe sogar selber einmal als Steuer übernommen. Und letzten Endes bin ich einfach nur dankbar, dass ich das, was wir da gerade alles erleben, dass wir das machen dürfen. Das ist wirklich vollkommen geisteskrank. Warum wir eigentlich da sind? Wir sind da, weil wir eine VR-Series machen über den Matthias Dolderer. Auf alle Fälle porträtieren wir den. Es hat jetzt halt nicht ganz alles geklappt, was wir uns vorgestellt haben, aber... Dafür ist der Seppi halt mit dem Kunstflieger umeinander geflogen. Ist doch auch mal was Schönes, oder? Ja, viel Spaß bei den nächsten paar Minuten, wie ich schreie und mir in die Hosen scheiß und... Nehmt euch Popcorn, nehmt euch eine Cola, nehmt euch eine halbe zur Hand und lehnt euch die nächsten paar Minuten einfach zurück und genießt. Habert ihr. Okay. Canopy ist zu, angeschnallt sind wir auch. Are you ready? Ja. Okay, dann gehen wir. Ja, steigen wir mal ein bisschen, ne? Melde, Endanflug 1409. Wuhu! Dann fliegen die Kurs aus. Alles klar? Ja, ja. Da links sieht man die Berge schon ein bisschen am Horizont. Wow. Wow. So, super Sicht heute eigentlich. Alrighty. Dann kannst du mal knüppeln. Okay. Okay, mal ganz leicht ziehen. Ganz leicht nach vorne drücken. Du merkst, was geschieht, ne? Knüppel nach links ein bisschen. Dann macht er eine Linkskurve. Die mal nach rechts. Jetzt hast du die Nase relativ weit oben. Wenn du jetzt den Knüppel ein bisschen weiter nach vorne tust, dann kommt die Nase runter. Ja. Und die Nase muss ganz leicht unter dem Horizont sein, so wie jetzt ungefähr, damit man geradeaus fliegt. Okay. Dann kannst du mit den Füßen mal ein bisschen links, rechts reindrehen. Uh-huh. Links rum, rechts rum. Oh, was das? Nimmst die Nase mal 20 Grad über den Horizont. Einfach Nase hoch in den Kondensstreifen rein da vorne, noch ein bisschen hoch. Und jetzt der Knüppel ganz nach links. Ganz nach okay, genau, ganz nach links. Juhu, super! Perfekt! Da ist eine eigene Rolle geflogen, schau. Hast du nicht nachgehalten? Ja, gar nichts. Holy fuck! Okay, dann machst du nochmal Nase hoch ein bisschen. Und jetzt Knüppel ganz nach links ins Eck. Ganz jetzt auch, ganz Einschlag, ganz Einschlag. Komm, zack, zack, ganz Einschlag, ganz Einschlag. Yay! Ganz alleine, meine Hände waren oben. Das sieht man auf dem Video. Wow! Okay, jetzt mal einmal. Ja. Eye Control. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir gut angeschnallt sind. Den Radgurt vielleicht nochmal ein bisschen nachziehen. Ja. Okay, jetzt drehen, fliegen mal aufs Kreuz. Jetzt ist Rückenflug, ja. Jetzt zieht's dich mit deinem eigenen Körpergewicht. Außensitz raus, kannst du mal die Hände ganz locker lassen. Boah, leck. Genau. Oh. Und das ist minus 1G. Wenn wir jetzt eine Kurve fliegen mit minus 2G, jetzt zieht sich mit dem Doppelten raus aus dem Sitz, ne? Oder andersrum. Geil, oder? Da vorne ist ein Flugzeug links, ne? Ja. Das ist 12x12. Keine Ahnung. Also gut. Okay, jetzt gehen wir senkrecht nach oben und rollen dabei und wir gucken dann links raus, ne? Und... Hey, da wird's gut. Juhu! Links nachschauen. Holy fuck! Jetzt tun wir flach, Dodo. Alles klar? Ja, ja, ja. Geradeaus schauen. Geradeaus.
Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt machen wir einen Turn nach links. Achtung, jetzt steht der Flieger, dreh dich links rein. Geradeaus schauen. Jo. Geradeaus, vorne ist der Boden. Gute schauen. Geradeaus. Geradeaus gucken, geradeaus. Nach vorne gucken, genau. Jetzt zieh wieder hoch. Genau, schauen wir nach links. So. Jetzt zieh gleich das Gas raus. Und dann geht der Flieger rückwärts runter. Pass auf. Männchen. Hände auf die Oberschenkel, Hände auf die Oberschenkel und versuch mal die Hände zu heben. Versuch mal jetzt die Hände zu heben. Da siehst du mal, was für eine Kraft drauf kommt, ne? Alle locker. Unter uns ist der Flugplatz, schau, rechts unter uns. Siehst du den Flugplatz? Mach mal Rolle, schau. So, gehen wir nochmal senkrecht nach oben. Achtung. Okay, zieh nochmal das Gas raus. Rutscht der Flieger wieder rückwärts runter. Und das machen wir noch. Uhu. So, jetzt machen wir eine Rolle mit vier Zeiten. Nach vorne gucken, nach vorne schauen. Gut. 1, 2, 3, 4, 2 halbe, 1, 2 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nochmal eine ganze. Und alles locker lassen. Machen wir eine Rolle links und dann eine rechts, okay? Links und rechts und links und rechts und eine ganz langsame, ne? Okay, gehen wir nochmal nach oben. Alles Roger? Langsam nicht mehr. Okay, jetzt machen wir noch einen normalen Looping und dann langsam. Hey, ganz locker nach vorne schauen, genau vor dir. Genau. Okay, lass mal. Ah, danke. Fucking hell. Das ist krank. Vielen, 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 vielen Dank für das. Aber was anderes, ha? Sehr gerne. Absolut krank und geil. Das sollte jeder mal machen, das ist ja irre. Ja, finde ich auch. Holy shit. Wie lange machst du das schon? Ja, flieg du schon 36 Jahre, glaube ich. Mit 14 angefangen, 52. Und Kunstflug habe ich angefangen schon mit 14 eigentlich während meiner Segelflugausbildung. Und 2 Monate nach meinem 18. Geburtstag habe ich Kunstflugschein gehabt. Also, kriegst du einen Flugschein mit 18 und 2 Monate später hab ich einen Kunstflugschein gehabt. Krass. Richtig. Kommt keine Fragen mehr, schnell, ich bin fix und fertig. Ich war noch die ersten 3 Sekunden, Alter, ich war so neben mir. Kann ich da irgendwas kaputt machen beim Aufmachen? Nein, ich hab immer neu eigentlich nicht. Ja, sehr scharf. Also das habe ich schon aufgemacht. Puh. Wie lange dauert es erscheinen, bis man sowas machen darf? Flugschein brauchst, wenn du Vollgas gibst, 6-7 Wochen. Und die meisten brauchen so 3-4 Monate. Kommt doch noch an, wie viel Zeit man hat, wie das Wetter ist, wie Termine liegen und so weiter. Oh. Boah, spinnst du, ey. Danke, gut. Brauchen wir jetzt auch so ein Ding anstatt Zitrüse, oder? Das ist ja schon sick. Mann, oder? Alter Falter, Mann. Hab ich ja nicht drauf, Bruder. Ciao, ciao.